Hallo liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht noch werden wollen. Willkommen zurück bei Ultimate General Civil War. Wir werden heute die Schlacht von Everettsville schlagen. Zuvor noch ganz kurz wie immer ein kurzer Blick ins Armeelager. Ihr könnt sehen, dass ich nach Fredericksburg unsere Brigaden wieder aufgefrischt habe. Ich habe auch ein paar neue hinzugefügt, auch im dritten Korps. Und unsere Brigaden jetzt so verteilt, dass ich in diese Schlacht das zweite Korps mitnehmen werde. Ich werde hier hauptsächlich Infanterie und ein paar Brigaden Artillerie mitnehmen. Alles andere wäre, glaube ich, hinderlich. Ihr werdet gleich sehen anhand der Karte, warum. Unser erstes Korps werde ich hier ja nicht einsetzen, weil hier doch eher noch die besseren Waffen im Einsatz sind. Und die besseren Männer, die möchte ich mir dann doch vielleicht noch aufsparen für die nächste Schlacht von Stones River, die dann jetzt danach ansteht. Im Waffenlager habe ich jetzt noch ein paar Harper's Ferry Gewehre auf Lager. Ein paar Hunter-Gewehre für eventuell noch eine weitere Scharfschützenbrigade. Und soweit noch ein paar 10-Pfünder Parrot-Kanonen. Da können wir also vor der nächsten größten Schlacht, Stones River, ihr seht es, noch ein bisschen was ausheben. Wir können ja mal kurz reingucken in die Schlacht, was bisher ansteht, wenn wir alle drei Korps einsetzen. Hat der Gegner 53.349 Mann und 224 Kanonen. Wir haben 56.349 Mann und 239 Kanonen. Relativ ausgeglichen die Sache. Wir werden mal sehen, wie sich das Ganze jetzt nach Everettsville gestaltet. Zur Schlacht von Everettsville gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es war eine eher kleinere Schlacht, die in North Carolina stattfand. Die Union hat hier versucht, unter General Foster eine Eisenbahnbrücke bei Goldsboro zu zerstören. Und die Konföderierten haben versucht, unter General Clingman das Ganze zu verhindern. Es gab insgesamt 220 Mann Verluste auf beiden Seiten. Den Konföderierten ist es nicht gelungen, die Zerstörung der Eisenbahnbrücke aufzuhalten. Und damit konnte die Union diese Schlacht gewinnen. Wir werden heute die Verlustzahlen wie immer historisch ein wenig verändern. Wir werden also hier unser zweites Korps mitnehmen. Wir sehen, wir haben eine leichte Überlegenheit, was die Infanterie angeht. Allerdings hat er ein wenig mehr Kanonen. Was ist zu tun? Ganz einfach, diesen Punkt hier müssen wir einnehmen. Und ja, wie ihr anhand der Karte sehen könnt, es handelt sich fast ausschließlich um Waldgebiet. Wir haben hier noch einen Flusslauf und eine Anhöhe mit offenem Gelände. Es gibt jetzt meiner Meinung nach drei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Entweder man schickt seine Armee hier durch den Wald von unten durch und versucht ihn von hier über diese Seite aus anzugreifen. Oder man schickt die Armee hier durch den Wald und greift ihn zentral an. Oder, und das ist so ein bisschen das, was ich heute mit der zweiten Variante kombinieren werde, ich werde versuchen, die Armee hier oben durch das Waldgebiet durchzuschicken und dann von hier oben aus anzugreifen. Warum wähle ich diese Strecke? Ich habe zwar hier den Flusslauf am Anfang,
Allerdings rechne ich hier in diesem Bereich erstmal nicht mit Widerstand. Er wird sich wahrscheinlich hier entlang dieser Linie postiert haben. Und ich rechne damit, wenn ich von hier oben an einfalle, laufe ich zum einen nicht hier, wie von hier unten bergauf, sondern habe ein bisschen sozusagen die Böschung nach unten gerichtet, durch den Wald noch etwas Deckung und kann sozusagen die hier postierten Linien, die wahrscheinlich auch in Befestigung sind, flankieren. Ich werde auch einen kleinen Teil meiner Armee mit den Kanonen durch dieses, ich glaube, das ist ein ausgetrocknetes Flussbett, schicken, um ihn von dieser Seite aus auch noch unter Druck zu setzen. Also ich werde ihn sozusagen von zwei Seiten hier in die Zange nehmen. Ein bisschen aufpassen werde ich, dass er mich nicht von hier unten eventuell mit Kavallerie oder sowas umgeht. Ich werde wie immer am Anfang vorne unsere Einheiten mit den Farmergewehren schicken. Ich muss ihn nur mal immer auf Anhieb gleich finden. Hier ist noch Wilcox. Ich glaube, das dürften sie hier im zweiten Chor schon gewesen sein. Gut, dann nehmen wir hier Armistead. Hier noch Barksdale. Garnett hat Springfield-Gewehre. Kann hier oben noch mitlaufen. Snow hier. Hood und Pickett in der zweiten Linie hier oben. Rhodes in zweiter Linie hier unten. Ransom noch mit hier nach oben. Und die Artillerie hier ins Flussbett. Ich habe übrigens bei der Artillerie mitgenommen unsere 10 Pfünder Parrots, einmal Napoleon. Und unsere 10 Pfünder Tredegar. Ich will also versuchen, möglichst auf große Distanz hier vielleicht die Artillerie ein wenig auszuschalten. Mal sehen, wie gut oder schlecht mir das gelingt. So, los geht's. Kurz Pause, wie immer. Oh, Breckenridge hier unten vergessen. Naja, der kann hier in der Linie noch mitmarschieren. Hier vorne heben wir mal zwei Skirmisher-Einheiten aus. Lassen wir nach hier marschieren. Rhodes und Breckinridge in zweiter Reihe. So. Los geht's. Irgendwas vielleicht auch ratsam, noch eine Skirmisher-Einheit oder zwei mit auszuheben. Man weiß ja nie, auf was für Überraschung man so trifft.
paar Skirmisher. Erstmal noch nicht, jedenfalls nicht auf die Skirmisher da. Kommt uns entgegen. Na bitte sehr. Das ist vielleicht nicht die günstigste Idee, hier über das offene Gelände zu laufen, während er mich mit Artillerie beschießt. Von der Seite doch vielleicht mit in den Kampf mit ein.
weiter vorrücken. Mit ein paar Verlusten war zu rechnen. So, jetzt müssen wir uns aber doch ein wenig sputen, dass wir hier noch den Punkt einnehmen. So, Breckenridge, auf geht's. Punkt einnehmen. Ist ein wenig in letzter Sekunde, aber das macht überhaupt nichts. Gut, wir haben ein wenig mehr Verluste eingesteckt als der Gegner, aber das war zu erwarten. Und da der Gegner ja hier in Befestigungsanlagen gewesen ist, viel wichtiger ist, wir haben keine Offiziere verloren, dafür einige Beförderungen bekommen, unter anderem ein paar Major Generals. Unsere Einheiten haben sich trotz der Verluste recht gut geschlagen, ganz vorne diesmal auch die beiden Einheiten mit den Farmergewehren. Wir haben noch ein paar Harper's Ferry Gewehre und ein paar Sharps Modelle eingesammelt, auch ein paar 10-Pfünder. Das ist ganz okay für diese kleine Schlacht. Gut, dann wir bekommen einen Karrierepunkt, 5 Hofpunkte, $62.500 und 5000 Mann Rekruten. Unseren Karrierepunkt stecken wir abschließend. Wie viel bekomme ich bei der nächsten Stufe hier? 14%. Der Preisveteran sinkt hier um 17,5. Gut, wir steigern hier ein wenig noch die Medizin. Und dann schauen wir uns noch die Schlacht von Stones River an. Wir haben also jetzt 15% der Waffenqualität gesenkt, also nichts an Armeegröße. Ja, doch ein klein wenig haben wir was reduzieren können. Wie wir sehen, also immer wichtig auch die kleineren Schlachten vorher zu gewinnen und dem Gegner möglichst viele Verluste beizufügen. Das reduziert in jedem Fall Entschuldigung. Wenn ihr diese Schlachten gewinnt, reduziert das den Armeepool, den er hat. Und natürlich eben auch die Waffenqualität, mit denen er seine Armee dann ausrüsten kann. Das heißt, er kann weniger gut ausgerüstete Einheiten mit ins Feld nehmen und muss dadurch auf einige Einheiten verzichten. Wir werden unser zweites Korps jetzt für die nächste Schlacht noch einmal ein Stück weit aufbauen und vielleicht noch ein paar Einheiten mit den zur Verfügung stehenden Waffen aufbauen. Und ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Schlacht, wenn es heißt Stones River. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Fragen zum amerikanischen Bürgerkrieg, könnt ihr das wie immer in den Kommentaren machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ansonsten hoffe ich, ich sehe euch wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Stones River. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut!